Monarch ist wahrscheinlich die dümmste Geheimorganisation der gesamten Welt. Endlich ist es soweit, endlich beginnt das Godzilla Monsterverse so richtig. Wir haben tatsächlich seit Godzilla vs. Kong nicht mehr allzu viel aus dem Monsterverse bekommen. Es gab immer wieder Pläne, die uns mitgeteilt wurden, bestimmte Ideen oder auch Teaser, wie zum Beispiel der Godzilla Cross Kong Teaser. Und wir haben diese Netflix-Animationsserie bekommen, die einfach nur Skull Island heißt und zu der ich mich einfach geweigert habe, ein Video zu machen, weil die Serie wirklich unter aller Sau gewesen ist. Jetzt haben wir endlich Monarch Legacy of Monsters bekommen auf Apple TV Plus. Und ja, ich weiß, die ersten zwei Episoden sind direkt an einem Tag veröffentlicht worden und ich meine sogar zur Aufnahme dieses Videos hier ist Episode 3 schon draußen. Das heißt, ich werde mich hier ein bisschen ranhalten müssen, um das Ganze nochmal aufzuholen. Denn auf diesem Kanal hier werden wir jetzt alle Episoden von Monarch Legacy of Monsters wöchentlich besprechen. Dazu kommt auch noch das auf meinem Zweitkanal, Anon Kaijuverse Reaction. Da findest du meine Live-Reactions, in denen ich mir die Episoden das allererste Mal anschaue. Da kannst du gerne mal draufklicken. Das Ganze ist immer in zwei Parts aufgeteilt. Quasi einmal die ungeschnittene Variante, wo ihr mit mir zusammen die Episode schauen könnt. Da habe ich einen Timecode oben eingeblendet und da könnt ihr euch einfach dann mit mir zusammen in der Episode abstimmen und wir können uns dann gemeinsam die Episode angucken. Quasi, ihr schaut euch die Episoden an und mein Kommentar hört ihr eben dann noch im Hintergrund. Das andere Video ist quasi immer ein Zusammenschnitt aus eben den Highlights dieser Reaction, wo ich dann auch bestimmte Bilder aus der Serie mit eingefügt habe oder bestimmte Clips. Auf dem Hauptkanal Anon Kaijuverse aber hier besprechen wir jede Episode in schönen Reviews. Und so beginnen wir jetzt auch hier mit Monarch Legacy of Monsters Staffel 1 Episode 1 mit dem Titel Nachwirkungen. Viel Spaß mit dem Video. Bevor wir uns jetzt aber in die Welt des Monsterverse begeben, hier noch ein ganz kleiner Teaser in eigener Sache. Am 25.11. starte ich zusammen mit dem lieben Mirko von Prehistoric Zone, der übrigens auch gerade seine 100.000 Abonnenten auf Instagram geknackt hat, da auf jeden Fall schon mal Glückwunsch von mir, und dem lieben Nico von Medienmelage einen Livestream, in welchem wir die gesamten Brettspiele aus dem Jurassic Park und Jurassic World Universum spielen wollen. Und hier winkt natürlich auch ein fettes Gewinnspiel für euch. Wir verlosen nämlich dreimal diesen wunderschönen Jurassic Park 13th Anniversary Adventskalender. Quasi der Adventskalender aus dem Jurassic-Universum fürs Jahr 2023. Passend zur Weihnachtszeit, wie gesagt, am 25.11. ist dann da die Verlosung. Die Kalender werden auch rechtzeitig weggeschickt, sodass ihr anfangen könnt, am 1. Dezember eure Türchen zu öffnen. Beginnen wir nun also mit der ersten Episode von Monarch Legacy of Monsters mit dem Titel Nachwirkung. Und ja, vielleicht muss man hier nochmal ein bisschen weiter ausholen, wie ich denn zu der ganzen Nummer stehe. Ich bin ja relativ frisch ins Monsterverse reingerutscht. Das Ganze hat angefangen im Jahr 2019, meine ich, als der allererste Trailer zu Godzilla vs. Kong erschienen ist. Da hat es auch wirklich mit dem Kanal hier richtig angefangen. Das heißt, ja, Godzilla hat eine riesen Verbindung hier mit diesem Kanal und ein paar von euch oder wahrscheinlich die meisten von euch werden sich jetzt aber denken, aber du machst dafür sehr wenig Godzilla-Content und eigentlich viel zu viel Jurassic-Content. Obwohl, das ist Quatsch. Es gibt nicht zu viel Jurassic-Content. Das liegt zum einen daran, dass ich sehr viele der alten Filme noch nachholen muss. Die habe ich immer noch nicht gesehen. Das heißt, ich rede hier wirklich von den ganz alten Toro-Schinken. Und auch im Monsterverse war oder bin ich noch nicht so bewandert, wie jetzt zum Beispiel auch im Thema Jurassic Park und Jurassic World. Ein weiterer riesiger Unterschied ist auch noch, dass wir eben bei Jurassic Park und Jurassic World ein riesiges Sammelsurium an Informationen haben. Wir haben Jurassic Park 1, 2 und 3, quasi die Originaltrilogie. Wir haben dann noch Jurassic World 1, 2 und 3. Wir haben eine Jurassic World Serie bekommen und inzwischen machen sie ja dasselbe, was auch Star Wars macht. Sie streuen einzelne Fakten und neue Erkenntnisse bzw. neue kanonische Informationen im Internet oder in Comics oder in Büchern, die eben mit Teil der Geschichte sind. Also das ganze Jurassic-Thema ist einfach viel größer, für mich zumindest, in der aktuellen Sache. Jetzt allerdings kommt das Monsterverse zurück und ist aktueller denn je. Wir steigen nämlich jetzt ein mit Monarch, eine Apple TV Plus Serie. Das heißt, ja, das ist so der allererste Makel, den ihr mir auch öfter mal mitgeteilt habt. Ihr braucht hierfür wirklich Apple TV Plus. Die Frage ist allerdings, lohnt es sich extra für diese Godzilla Serie Apple TV Plus zu holen? Anhand der ersten Episode, und ich kann nur anhand der ersten Episode hier für mich sprechen, sage ich schon einmal ja. Wir besprechen die Episode jetzt sofort, dann wirst du vielleicht merken, warum das so ist. Wichtig hierbei wäre auch noch zu wissen, dass Monarch Legacy of Monsters zwischen Godzilla 2014 und eben Godzilla
King of the Monsters spielt, also quasi zwischen Teil 1 und Teil 2 aus dem Monsterverse, und hier eine Brücke schlagen möchte und dabei auch die Geschichte einer geheimen Organisation beleuchten möchte, naja, eben von Monarch, die titelgebende Organisation der Serie. Die erste Episode beginnt dann auch sehr interessanterweise mit kleinen Flashbacks von Kong Skull Island, der ja chronologisch quasi ganz am Anfang dieser ganzen Monsterverse-Geschichte sitzt, zumindest aktuell noch, vielleicht wird irgendwann noch mal ein bisschen weiter vorgespult. Und hier sehen wir das allererste Mal seit Kong Skull Island Bill Render wieder. Und hier bin ich dann gleich zu Beginn ein bisschen stutzig geworden, weil ich mich gefragt habe, okay, wir sehen also zu Beginn der Serie oder der Episode, dass Bill Render auf Skull Island ist. Das haben uns die Clips davor eben auch suggeriert. Ja, wir sind jetzt hier auf Skull Island. Und der allererste Clip spielt zur selben Zeit, in welcher auch Kong Skull Island spielt. Wir sehen jetzt hier, wie Bill Render, abgewandt von der Gruppe, völlig alleine vor diesen riesigen Spinnen wegrennt, die wir auch aus dem Film Kong Skull Island kennen, die diese riesigen Beine haben, die aussehen wie so Bambusstöcke. Und er hat etwas in der Hand, ein Umschlag, auf dem ein großes M für Monarch drauf ist. Hier könnt ihr mir jetzt mal vielleicht verraten, ob hier vielleicht nicht schon sogar der erste Logikfehler sich irgendwie eingeschlichen hat. Sehr wahrscheinlich nicht, ich hab's einfach nur nicht mehr auf dem Schirm. Aber ist Bill Render in Kong Skull Island zu irgendeiner Zeit vom gesamten Rest der Gruppe getrennt worden? Mir fällt jetzt gerade nicht ein, wann das passiert sein soll. Allerdings müsste das passiert sein, dass die Szene hier Sinn macht. Denn Bill Render entschuldigt sich nun dafür, dass er jemandem etwas weggenommen hat und er möchte aber ein Vermächtnis, also eine Legacy hinterlassen und schmeißt dann daraufhin diese Tasche, es ist eine Tasche mit einem Umschlag drin oder mit einem Buch drin, schmeißt er eben einfach ins Meer. Und das macht er, weil er von einem Spinnenwesen verfolgt wird, das wir eben auch schon, wie gesagt, aus Kong Skull Island kennen. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Szene irgendwie zu dem Zeitpunkt spielen muss, als die gesamte Gruppe in Kong Skull Island auch von diesen Spinnen angegriffen wird. Also da müsste Bill Render irgendwann von der Gruppe getrennt worden sein, damit das hier Sinn ergibt. Er schmeißt auf jeden Fall die Tasche mit dem Buch zusammen in den Ozean, weil er halt davon ausgeht, dass in diesem Buch etwas sehr Wichtiges drin ist, aber dass diese Spinne, die nun angerannt kommt, ihn womöglich tötet und dann daraufhin auch das Buch zerstört. Also er möchte irgendwie, dass dieses Buch auf jeden Fall nicht von dem Kaiju zerstört wird. Dann passiert aber was sehr Cooles. Wir sehen plötzlich, wie sich ein weiterer Kaiju aus dem Boden heraus erhebt und sehen dann zum allerersten Mal diese gewaltige Krabbe. Ich weiß nicht, ob die Tiere hier auch schon Namen haben, wahrscheinlich schon, aber ich weiß eben nicht genau, wie die heißen. Und jetzt sehen wir hier einen ziemlich coolen Kampf, der uns so ein bisschen darauf vorbereitet, was in der Serie noch alles passieren kann, in welchem diese beiden Kaiju eben gegeneinander kämpfen. Und Skull Island ist ja dafür bekannt, dass auf der Insel sehr viele Tiere leben, die wir auch aus unserer echten Realität kennen, nur dass die eben überdimensional groß sind. Also haben wir jetzt hier einen Kampf zwischen Krabbe und Spinne, was ziemlich cool ist. Mir gefällt generell der Look der ersten Szene schon sehr gut, denn ich habe das schon mal erwähnt, ich hatte auch schon mal ein Video zu Kong Skull Island gemacht, das ist noch gar nicht so alt, also habe ich dir mal da oben verlinkt, da kannst du gerne mal draufklicken. Da habe ich immer wieder erwähnt, dass mich an Kong Skull Island und an Godzilla vs. Kong sehr stört, dass diese Filme so farbkräftig sind. Schon fast bunt. Das hat schon diesen Comic-Look und das verbinde ich irgendwie nicht wirklich mit Kaiju-Filmen. Und hier in der Serie befinden wir uns nun ja auch wieder auf Skull Island. Nur haben wir jetzt hier so eine richtig schöne Entsättigung der Farben bekommen. Die Insel wirkt hier wesentlich realistischer. Wir haben noch so ein bisschen diesen CGI-Glanz, aber den hast du ja inzwischen überall drauf. Also sogar in sehr vielen echten Landschaftsaufnahmen hast du einfach diesen seltsamen CGI-Glanz, damit das irgendwie alles so ein bisschen runder wirkt. Ich bin da auch kein Riesenfan von. Allerdings wirkt die Insel hier wesentlich echter, weil sie eben nicht so übersättigt mit Farben ist, wo man dann wirklich auch die Farbkorrektur so ein bisschen runtergeschraubt hat mir schon mal sehr gut gefallen. Dann switchen wir von diesem Zeitpunkt, ich meine, das war 1973, ich werde es hier gerade mal einblenden, ich habe mir das nicht gemerkt, weil in dieser ersten Episode auch so häufig zwischen den Jahren hin und her geswitcht wird. Wir begeben uns jetzt also, nachdem wir sehen, wie Bill Render das Monarch-Buch ins Meer geschmissen hat, ins Jahr 2013, also ein Jahr bevor Godzilla in
San Francisco auftaucht und sehen dann da, wie ein Fischerboot, das gerade dabei ist, eben so einen riesen Fischschwarm nach oben zu holen, auch das Monarch-Buch aus dem Wasser herausholt. Und das ist eine ganz coole Anleihe, könnte ich mir vorstellen, an Roland Emmerichs Godzilla, den man entweder liebt oder hasst. Und ich muss sagen, ich habe wirklich ein Herz für Roland Emmerichs Godzilla. Daraufhin switchen wir allerdings wieder, das ist kein Witz, da wir switchen wirklich erstmal von der Vergangenheit aus den 70ern nach 2013, nur um uns da zu zeigen, dass ein Fischerboot das Monarch-Buch herausholt. Dann kommt das Intro und dann switchen wir ins Jahr 2015. Wir überspringen das Jahr 2014, weil ja Godzilla 2014 dieses Jahr füllt mit der Geschichte eben. Die Geschichte Monarch spielt aber ursprünglich danach. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, was das sollte, dass wir nur für diesen einen kurzen Moment nochmal ins Jahr 2013 gehüpft sind oder ob das nochmal Sinn ergeben wird später, weil diese ganze Thematik gerade in der ersten Folge, es werden so viele Fragezeichen aufgeworfen, es werden so viele Rätsel gestellt, was mich ja sehr freut, wenn die dann auch wirklich später einigermaßen sinnvoll in die Geschichte mit eingewoben und eben beantwortet werden. Wir lernen nun also Kate kennen, die auf dem Weg von San Francisco nach Tokio ist und die sitzt eben noch im Flugzeug neben so einem anderen Kerl und will schon aufstehen, weil das Flugzeug auf dem Rollfeld stehen geblieben ist und der Typ neben mir sagt aber, nee, bleib nochmal ganz kurz sitzen, du weißt ja, wie es heutzutage abläuft. Und dann sehen wir plötzlich, wie verschiedene Männer in kompletten Anzügen, also in so Kontaminierungsanzügen, durchs Flugzeug durchlaufen und erstmal alles komplett mit irgend so einem Spray bearbeiten. Ich würde jetzt mal behaupten, das ist kein Desinfektionsspray, sondern irgendwas noch wesentlich Stärkeres, weil hier wird auch darauf eingegangen, dass dieses Spray wohl helfen soll, dass die Radioaktivität nicht von A nach B getragen wird. Sie versuchen quasi die Radioaktivität, die durch Godzilla ja ans Land getragen wurde, dass die sich jetzt eben nicht global verteilt. Deswegen werden dann eben auch in Flugzeugen die Menschen damit desinfiziert. Wir nennen es jetzt einfach doch mal so. Der Typ neben Kate sagt dann eben auch so Sachen wie von wegen, die Regierung will doch einfach nur, dass wir die Schnauze halten und deswegen machen die halt irgendwas, damit wir uns sicher fühlen. Und ich dachte mir zuerst so, okay, dieser ganze Regierungsmisstrauen und so, das ist eine sehr starke Parallele auch zu unserer heutigen Zeit, so nach dem Motto, ey, wir wollen einfach nur ruhig gestellt werden und deswegen werden so Sachen getan, die wir uns aber nicht wirklich logisch erklären können und deswegen wird eben einfach gesagt, okay, das machen die nur, damit wir ruhig gestellt werden. Und das Lustige war, in diesem Augenblick denkst du dir als Zuschauer auch wirklich, vielleicht hat er aber auch recht. Weil, was bringt das denn im Endeffekt? Und darauf kommen wir gleich nochmal. Das geht noch ein bisschen weiter, diese ganze Nummer. Kate steigt auf jeden Fall aus dem Flugzeug aus. Und wir wissen noch gar nicht genau, was jetzt da ihr großes Ding ist. Also wir wissen noch gar nicht, was jetzt ihre Story ist. Wir wissen einfach nur, dass sie ursprünglich aus San Francisco kommt. Also aus der Stadt, in der auch Godzilla das allererste Mal gegen den Muto gekämpft hat. Und nur nach Tokio geflogen ist. Dann merken wir später, dass Kate versucht in eine Wohnung reinzukommen, sie hat so einen Schlüsselbund mit dabei, weiß aber nicht, welcher Schlüssel in das Schlüsselloch reinpasst. Und da merken wir zum allerersten Mal, okay, sie scheint diesen Schlüssel wohl zu haben, aber nicht zu wissen, zu welcher Tür er gehört. Also sie kommt in diese Wohnung rein und merkt dann erstmal, dass irgendwo an der Wand ganz viele Bilder hängen. Zum Teil Bilder von ihrem Vater mit einer anderen Familie auch und dann findet sie auch eine Frau und den Sohn dieser Frau in der Wohnung und glaubt mir, es ist wirklich so konfus, wie ich es auch gerade erzähle. Es löst sich aber gleich alles noch auf, denn wir erfahren daraufhin, dass der Vater von Kate wohl verschwunden ist. Keiner weiß, wo der Mann abgeblieben ist, allerdings hat er einen Schlüssel dagelassen und dieser Schlüssel hatte eine Adresse angeheftet, die eben zu der Wohnung in Tokio geführt hat. Kate ist daraufhin also nach Tokio geflogen, hat diese Wohnung gefunden und findet da jetzt ihren Stiefbruder mit der Frau, mit der ihr Vater eben ihre andere Familie, also ihre andere Mutter betrogen hat, ihre leibliche Mutter. Und wenn ihr euch jetzt denkt, warum ist das da drin? Genauso ging es mir auf jeden Fall auch. Ich habe mir auch gedacht, okay, warum wird das jetzt so eingeführt? So die Inhaltsangabe der Serie beschreibt, dass zwei Geschwister auf der Suche nach ihrem Vater sind. Warum müssen die Geschwister jetzt so zusammenkommen? Und meine Theorie ist tatsächlich, dass der Vater aus einem bestimmten Grund zwei Familien haben musste, die nichts voneinander wissen. Ich glaube, da kommt wirklich noch was. Das ist am Anfang jetzt sehr konfus, aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das nicht ohne Grund so konfus gemacht ist und dass da einfach noch mehr dahinter steckt. Auf jeden Fall
redet dann Kate auch so ein bisschen mit der anderen Familie. Die wollen sich dann gegenseitig beweisen, dass auch wirklich, naja, dass sie beide denselben Vater haben. Also, dass der Stiefsohn oder dass der Sohn, dass ihr Bruder, ihr Stiefbruder denselben Vater hat wie sie. So, da, das wird eine krasse Review jetzt. Und dann fangen sie eben an, sich gegenseitig dann Bilder zu zeigen. Hier ist mein Dad. Und dann sagt er auch, ja, hier ist auch mein Dad. Und dann finden sie eben raus, okay, Dad hat anscheinend auf 2 Hochzeiten getanzt. Und es gibt aber keinen logischen Grund, warum er das so geheim halten konnte, zum einen auch über Jahre hinweg, und warum er das gemacht hat. Wir sehen später nochmal ein Flashback auch, wo wir Kate sehen, die mit ihrem Dad redet. Das ist kurz nach den Ereignissen von Godzilla 1. Und da merken wir auch, dass der Vater trotz allem beide Familien wirklich zu lieben scheint. Also da ist nicht irgendwas dahinter von wegen, er versteckt sich nur hinter den Familien oder sowas. Das ist irgendeine ganz abgefahrene Nummer und Monarch steckt da ganz tief mit drin. Apropos Monarch, parallel zu den Ereignissen von 2015 switchen wir dann nochmal zurück in, ich glaube, noch irgendwie ein Jahr, irgendwas in den 70ern. Wie gesagt, ich werde sie gerade mal einblenden. Und da sehen wir dann zum allerersten Mal den Sohn von Kurt Russell, der einfach nur die jüngere Variante von Kurt Russell selber spielt, der in der Gegenwart ebenfalls noch eine Hauptrolle bekommt, der aber in dieser Episode noch überhaupt nicht vorkommt. Auf jeden Fall sehen wir jetzt hier erstmal den ich muss ihn Kurt Russell Jr. nennen, ich weiß nicht, wie er in der Serie heißt. Kurt Russell Jr. sehen wir jetzt auf jeden Fall, wie er mit einem anderen Pärchen durch so eine Prärie durchfährt. Ich meine, es war durch Russland gewesen. Und die unterhalten sich dann eben auch so ein bisschen und dabei kommt dann raus, dass die beiden, also das Pärchen, der Fahrer im Auto und eben die Beifahrerin, das ist ein Pärchen und die haben anscheinend Monarch gegründet. Das wird hier von Kurt Russell Jr. erwähnt. Und jetzt passieren so Dinge, die komischerweise echt gut funktioniert haben. Also ich habe mir beim ersten Mal gucken auch gedacht, boah, das wird jetzt vielleicht ein bisschen zu kompliziert. Wir switchen aber immer wieder hin und her zwischen dieser Vergangenheitsversion mit dem Kurt Russell Jr., mit der Figur, und eben mit Kate und ihrem Bruder. Und das switcht manchmal wirklich so radikal ineinander über, dass man da aufpassen muss, dass man das auch wirklich mitbekommt. Denn mir ist auch passiert, dass ich beim Gucken einfach irgendwann gedacht habe, hä, warum ist das jetzt passiert, wenn doch eben gerade das? Ach nee, es ist ja eine ganz andere Zeitlinie. So, da muss man wirklich aufpassen. Und es funktioniert komischerweise sehr gut, denn es macht Sinn, dass diese Szenenschnipsel so Hand in Hand gehen. Wir springen dann daraufhin also dann auch wieder zurück zu der Geschichte von Kate und ihrem Bruder und lernen ein bisschen mehr über den Alltag in Tokio kennen und generell darüber, wie die ganze Welt aktuell so drauf ist nach dem Erscheinen von Godzilla in 2014. Wir sehen zum einen, dass ganze Brücken in Tokio mit Raketenwerfern bestückt sind. Also da sind wirklich dann so riesige Waffenarsenale auf diesen Brücken aufgestellt, um eben Sicherheit vor diesen Kaijus zu gewähren, wenn Godzilla zurückkehren sollte. Kate steigt währenddessen in ein Taxi ein und der Taxifahrer fängt dann auf einmal an, so Verschwörungstheorien von sich zu geben und sagt dann, ja, Godzilla gab's nie wirklich, das hat die Regierung alles inszeniert, das war alles nur CGI, San Francisco ist wegen was anderem zerstört worden und ich denke mir wieder, ah, okay, Realitätsclash, so ein bisschen Augenzwinkern, so, und das ist eben einfach auch so eine Sache, die natürlich dann auch da Sinn ergibt, denn aus dem Nichts heraus, man taucht ein riesiger Godzilla auf und man sieht es nur im Fernsehen und die Leute sollen es auf einmal glauben. Nee, man geht dann eben sehr stark darauf ein, dass dieser Misstrauen an die Regierung dennoch da ist und auch diese Waffenarsenale, die auf den Brücken aufgebaut sind, unterstreichen wieder so ein bisschen das, was der Mann im Flugzeug zuvor zu Kate gesagt hat, nämlich, die wollen uns einfach nur ruhig stellen, die suggerieren so eine Täuschung, die wollen uns Sicherheit vorgaukeln, die aber eigentlich gar nicht da ist. Und da dachte ich mir jetzt auch, das stimmt tatsächlich, denn diese Raketen, und das weiß die Regierung natürlich auch, die kann Godzilla natürlich nicht aufhalten. Währenddessen versuchen Kurt Russell Jr. und eben das Monarch-Erfinder-Pärchen versuchen irgendwie in so eine abgesperrte Zone in Russland reinzukommen. Wie gesagt, aber eben in den 70ern. Wir switchen jetzt wieder in der Zeit zurück. Und die suchen da nach irgendwas und laufen da erstmal mit so Masken rein und mit so Bestrahlungsanzügen, dass da eben, naja, keine Gefahr besteht, wenn da eben Radioaktivität ausgebrochen sein sollte. Und laut dem Messgerät von den dreien müsste da eine riesige Menge an Radioaktivität sein. Dann treffen sie allerdings auf einen Jungen und der hat keine Maske auf. Und daraufhin merkt dann eben die eine Frau, dass diese Gegend überhaupt nicht kontaminiert ist. Und ist dann aber auch ein bisschen verwirrt, weil sie meint, naja, wir haben es aber gesehen, dass hier noch irgendwas sein muss. Und dann kommen sie auf dieselbe Idee, wie sie auch in Kong Skull Island gekommen sind.
Sie wollen gucken, was unter der Oberfläche ist. Und daraufhin fangen die an, so bestimmte Sprengsätze zu positionieren und die sollen Schallwellen in die Erde runtersenden. Und anhand dessen können sie dann erkennen, was sich unter der Erde befindet. Also wie gesagt, das machen sie auch in Kong Skull Island und kommen ja dann auf die Nester der Skullcrawler. Ähnlich ist es hier auch. Sie finden heraus, dass unterhalb der Erde wie so kleine Höhlen sind und gehen dann auch später runter und merken, dass da überall kleine Eier sind. Und jetzt fällt zum allerersten Mal der Name Muto. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, sehr interessant, denn die Serie spielt, oder dieser Clip, diese Zeitspanne, spielt ja lange vor 2014. Und in 2014 haben wir den Muto zum allerersten Mal gesehen. Und hier wird auch noch darauf eingegangen, dass diese Mutos, die wir hier in der Serie sehen, eine abgewandelte Form des echten Muto sind. Und da das hier aber vor 2014 spielt, muss auch der Muto, den wir 2014 gesehen haben, eine abgewandelte Variante dieser Mutos gewesen sein. Ihr merkt also schon, hier gehen ganz viele Fragen auf einmal los und ich habe da wirklich immer mehr Bock drauf, die auch nach und nach beantwortet zu bekommen. Wie gesagt, ich hoffe, befriedigend oder zumindest organisch in die Geschichte eingebunden. Denn daraufhin springen wir auch wieder zurück ins Jahr 2015 und kommen dann zu einer sehr interessanten Stelle. Ich habe mit dem lieben Pandaman vor Start der Serie noch drüber gesprochen, was ich so erwarte von Monarch Legacy of Monsters. Ich habe immer gesagt, ich will jetzt sehen, wie die Welt darauf reagiert, dass es Kaijus gibt. Ich will sehen, wie die Menschen darauf reagieren, dass es Kaijus gibt. Und wir haben jetzt ja schon mitbekommen, es gibt Verschwörungstheoretiker, es gibt Waffenarsenale, die Regierung macht teilweise planlose Sachen und stellt einfach irgendwo Abwehrgeschütze hin, die überhaupt nichts bringen. Also das sind so die Nachwirkungen, so kommen wir auch zum Namen der Folge, des Ereignisses aus 2014, von Godzilla 2014. Unter anderem sehen wir jetzt aber auch noch, dass Kate Panikattacken bekommt und dabei immer so Visionen in die Vergangenheit hat. Wir bekommen hiermit einen der coolsten Shots. Der coolsten Shots im gesamten Monsterverse bis jetzt. Wir sehen, wie Kate und eben der Stiefbruder und die Mutter vom Stiefbruder sich in der U-Bahn verschanzen, weil so ein Alarm losgeht. Quasi sowas wie ein Bombenalarm. Und das ist nur eine Übung, kommt dann später raus. Aber alle Menschen rennen eben in die U-Bahn, weil es könnte ja Godzilla sein, der jetzt wieder zurückkehrt. Aber während sie dann da unten sitzen, bekommt Kate plötzlich wie so Panikattacken. Und wir sehen, was damals wirklich passiert ist. In demselben Moment, in dem Godzilla im Film Godzilla 2014 durch die Golden Gate Bridge gerauscht ist, sehen wir, wie ganz viele gelbe Schulbusse quasi in den Abgrund runterfallen. Und das ist der Moment, in dem Kate das allererste Mal Godzilla sieht. Denn Kate war zu dem Zeitpunkt ebenfalls in so einem Schulbus drin und schafft es gerade noch so auszusteigen. Sie springt quasi hinten raus, fällt auf die Straße und wir sehen Godzilla das allererste Mal. Und das Vieh, das ist eine ganz, ganz krasse Szene. Also der steht quasi seitlich irgendwie im Nebel und beugt sich dann ganz langsam rüber zu Kate und fängt einfach nur an zu brüllen. Und das wirkt sehr, sehr bedrohlich einfach, weil das Vieh immer größer wird, je näher dieser Kopf natürlich kommt. Und ich dachte mir, das wäre eine geile Szene in 3D gewesen. Wirkt aber auch einfach so unfassbar genial und man merkt, dass Kate damit wirklich sehr, sehr stark noch zu hadern hat. Diese gesamte Angst der Situation und eben auch, dass kurz darauf dann der gesamte Schulbus mit ihren Schulkameraden, mit ihrer Klasse, mit ihren Freunden runterfällt, also die Brücke runterfällt, ins Wasser klatscht und die gesamten Kinder und eben auch jeder, der in diesem Schulbus drin war, daraufhin sterben. Und das hinterlässt bei ihr einfach so einen bleibenden Eindruck. Ich könnte mir vorstellen, dass man dann auch so ein bisschen später auch drauf eingeht, dass sie dann wirklich so eine Art Hass gegen diese Kaijus entwickelt, denn es werden ja noch mehr Kaijus auftauchen, das haben wir im Trailer gesehen. Kurz darauf, nach dieser Szene eben dann, gelangen dann Kate und ihr Bruder in das Büro ihres gemeinsamen Vaters, weil ihr Stiefbruder eben einen Schlüssel dann für das Büro hat. Und er sagt auch dann zu ihr, naja, willst du nicht noch ein bisschen mehr erfahren, weil bisher hast du eigentlich nur erfahren, dass dein Vater oder unser Vater ein ziemlich untreues Arschloch war. Und ich dachte mir, da hast du schon einen Punkt. Deswegen ist sie eigentlich nicht hier. Sie sagt zwar doch, aber er sagt dann, pass auf, ich habe noch mehr Informationen über Dad. Und dann gehen sie eben in das Büro von ihm und schnüffeln da ein bisschen rum. Und dann kommen sie an so einen Tresor. Und ey, guckt mal bei meinem Reaction-Video gerne nach, wo ich auf diese Szene eingehe. Meine Live-Reaction, als Kate den Code dieses Tresors knackt. Ich habe keine Ahnung, wie man auf so einen Code kommen soll und sie erklärt das aber auch noch so, als wäre das total natürlich. Wie hast du das gemacht? Dein Monat, mein Tag, der Monat deiner Mutter, der Tag von meiner. Das
da habe ich mir kurz gedacht, ja, okay, gut, das ist jetzt sehr an den Haaren herbeigezogen. Auf jeden Fall finden sie dann eben in dem Tresor drin das Buch von Monarch. Und witzige Sache, Monarch druckt auf alle ihre Produkte, also auf Taschen, auf Jacken, auf Kameras, auf Tassen. Die drucken überall ihr scheiß Logo drauf, aber sie wollen unerkannt bleiben. Monarch ist wahrscheinlich die dümmste Geheimorganisation der gesamten Welt. Das ist wirklich sehr lustig, wenn man da mal drauf achtet, dass die Leute wirklich sagen, Monarch, wer ist Monarch? Und dann siehst du so ein Flashback, wie die mit so Camcordern auf Godzilla loslaufen, wo so Monarch draufsteht. So eine Tasche Monarch, eine Jacke an Monarch. So, das ist so, ey, also noch mehr kannst du den Leuten ja nicht sagen, dass du zu Monarch gehörst. Also so geheim können die nicht sein, aber sind wir dahingestellt, ist auch für uns Zuschauer dann wahrscheinlich eher gedacht, dass wir wissen, das ist Monarch und ja, Show, Don't Tell, von daher passt das irgendwo schon. Und dann haben sie eben dieses Buch gefunden und mit diesem Buch gelangen sie dann mit Hilfe der Ex-Freundin von Kates Stiefbruder in das Geheimsystem von Monarch rein. Ja, das ist eine Sache, die man immer wieder macht in Transformers, auch in Godzilla vs. Kong. Wenn da Hacker vorkommen, können Hacker sich immer direkt überall reinhacken. Finde ich auch ein bisschen dämlich irgendwie, auch hier finde ich es jetzt nicht so clever gelöst. Aber dadurch ziehen sie sich eben bestimmte Dateien heraus und wir erfahren durch die Dateien, die sie sich herausziehen von Monarch selber, dass der Flashback, den wir andauernd bekommen, in dem die beiden Gründungsmitglieder von Monarch und eben hier der Kurt Russell Jr. nach der Radioaktivität suchen in Russland, dass die Gründerin ursprünglich die Oma, also die Großmutter von Kate gewesen ist. Und deswegen sage ich auch, dieser Anfangsclip von 2013 könnte nochmal Sinn ergeben, weil das alles immer irgendwie nochmal zusammengreift. Das habe ich hier auch nicht erwartet, aber das ist auf jeden Fall die Großmutter von Kate. Und Kate sagt dann eben noch, meine Großmutter ist aber gestorben, ganz plötzlich. Und das sehen wir jetzt auch hier in der ersten Episode. Denn sie haben eben diese Eier von den Mutos gefunden und Kates Großmutter möchte dann so Proben abnehmen von den Eiern und die schlüpfen aber plötzlich aus und fangen dann an, naja, eben auf die drei loszugehen. Und die beiden Herren schaffen es noch abzuhauen, aber Kates Großmutter wird dann eben von diesen Viechern gepackt und in die Schlucht gezogen und sehr wahrscheinlich gefressen. Ob sie wirklich tot ist, ich gehe mal davon aus. Möglicherweise gibt es irgendwann auch nochmal so ein Relief, dass die noch am Leben ist, obwohl das auch von der Zeitspanne her dann vielleicht ein bisschen lang wäre. Auf jeden Fall endet die Episode dann auch hier. Das ist das Ende der Episode und ich bin wirklich gerade extrem drin. Ich weiß nicht, ob dieses Video komplett konfus rüberkommt. Allerdings muss ich aber wirklich sagen, dass das eine sehr gute erste Episode war. Ich habe auf jeden Fall Bock auf weitere Episoden. Lasst mich wie immer noch eure Meinung zu Episode 1 von Monarch Legacy of Monsters in den Kommentaren unten wissen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns dann zu Episode 2 wieder. Schaut auf jeden Fall auf dem Reaction-Kanal vorbei. Ich versuche euch da oben nochmal zu verlinken und wenn nicht, eben unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.